Wir wissen, dass euer Anführer, Bogdan, höchstwahrscheinlich in der Gruppe dabei war, die wir vor 3 Tagen verhaftet haben. Wir denken also, dass er hier unter euch ist. Um es kurz zu machen, wir werden denjenigen verschonen, der uns Bogdan zeigt. Ich bin Bogdan. Ich bin Bogdan. Ich bin Bogdan. Ich bin Bogdan. Steh auf, du Dreckschwein! Los, steh auf! Oder ich erschieß dich! Lass ihn los! Lass ihn los! Sonst erschieß ich euch alle beide! Scheiße! Komm! Das kann doch gar nicht wahr sein! Oh Mann, ey! Du bist ein verfickter Penner, ja? Entschuldigung. Ja, was heißt Entschuldigung? Ja, schon wieder hast du die Szene geschmissen, ey. Denk doch mal vorher nach, ja? Guck, dass das alles in Ordnung ist, ja? Hey, verpiss dich einfach. Hau ab, komm, hau ab. Keine Aufregung, wir machen weiter. Hey! Völlig unprofessionell, alle hier. Alle auf Anfang wieder, wir machen direkt noch eine. Also gar nicht schlecht, ja? Die Maskenfrau ist wirklich gut. Aber diese Windmaschine ist völliger Blödsinn, wirklich. Ich werde am Ende des Films erhängt. Aber wieso haben Sie das alles jetzt schon hier? Also beim Mittagessen? Wir haben es heute probiert. Es ist ziemlich kompliziert, das alles wieder abzumontieren. Sie sind nicht fertig geworden. Und spielen Sie einen Sterbenden oder einen schon Toten? Ich stelle den Sterbensprozess dar. Todesqual. Todesqual. Toll. Richtig toll. Es muss so authentisch sitzen, dass es nicht mehr geht, weil die Leute schauen ganz besonders solche Szenen. Ja. Wissen Sie, ich habe früher so Regie gemacht. Ich komme nämlich aus Georgien. Ja. Und da gab es sehr viele Komparsen. Hallo? Ja! Nein! Nein! Bitte niemals! Thank you.
Entschuldigung, dass ich Sie hierher bestellt habe. Aber ich muss sehr vorsichtig sein wegen meines Mannes. Es wird so viel geredet. Und man weiß nicht, mit wem man es dann zu tun hat. Ich bin sicher, dass jetzt jeglicher Zweifel ausgeräumt ist. Gnädige Frau, Sie haben doch ganz bestimmt von Afrika geträumt. Große, starke Männer. Immer bereit, immer geil, immer zur Verfügung stehend. Afrika. Ich bringe Ihnen Afrika nach Hause. Hier ist der Name des Hostels. Es ist gleich um die Ecke. Zimmer 27. Er soll in 10 Minuten dort sein. Rede nicht so viel wie letztens. Sprich kurze Sätze oder gar nicht. Zimmer 27, zweiter Stock. Wartest du auf mich? Seit wann warte ich auf dich? Dann sehen wir uns später. Wie war Schweizer? Die war richtig sehr süchtig. Weißt du, was sie von mir verlangt hat, als wir in diesem komischen Hotelzimmer waren? Wenn du den Mund voll hast, solltest du nicht reden. Das sind die schlechten Manieren. Das habe ich dir 1000 Mal schon gesagt. Entschuldige, ich spreche das immer wieder. Ich dachte, das interessiert dich. Wieder mal mit vollem Mund hier. Also, was wollte die Schweizer Schlampe von dir? Sie wollte, dass ich ihr ins Gesicht bisse. Und du? Ich hab's getan. Gut so. Hat sie dabei gequatscht? Nee, sie hat gar nicht gesagt. In dem Moment, was hätte sie auch sagen sollen? Mutter, ich vermisse dich so sehr.
Sie hat es mir gesagt. Ihr geht es gut. Grüß Sie von mir. Und was hat der Mann die ganze Zeit getan? Er hat uns gefilmt. Von Anfang bis zum Ende. Manchmal sehr, sehr nah. Er redete mit uns ab und zu und sagte zu uns, was wir tun sollen. Und zum Schluss wollte er noch mitmachen. Ich hab's versagt. Es ging nichts mehr. Ich habe keine mehr hochbekommen. Eins. Wenn der Arschloch gefilmt hat, hättest du extra Geld fordern können, ja? Und zweitens, ich kann das nicht mehr ertragen, wie du dich nicht gelernt hast, dich zu konzentrieren. Und du musst auch lernen, eigentlich unwichtige Sachen zu ignorieren, Mann. Ich habe gar nicht gefühlt. Was für Gefühle? Worüber sprechen wir denn überhaupt? Ich habe dir beigebracht bei diesen BDSM-Geschichten, was Disziplin ist. Du musst deinen Körper beherrschen. Du musst diszipliniert sein. Das ist die Hauptsache in dieser Sache. Und wie oft muss ich dir sagen, dass du Pillen nicht zusammen mit diesem scheiß chemischen Zeug zusammentrinkst? Wir wissen doch gar nicht, wie die Pillen vertragen mit dieser Cola. Trink doch mit Wasser. Ich mag wirklich nicht mehr, mich zu wiederholen. Ja, hallo? Schön hart. Meine Tochter. Deine Tochter? Ich wusste gar nicht, dass du eine Tochter hast. Ich habe sie seit 10 Jahren nicht mehr gesehen. Damals war sie gerade 5. Und dann nie mehr wieder? Nein. Ihre Mutter hat sie nach Kanada mitgenommen. Sie hat ihren kanadischen Boss geheiratet und da sind alle nach Kanada gezogen. Wird sie bei uns wohnen? Hierher, in diese schäbige Stube, kann man überhaupt niemanden einladen. Und meine Tochter darf das gar nicht sehen. Jawohl. Ja. Ja, selbstverständlich. Danke. Wird gemacht. Kodo.
Hi Angelika, wie geht's? Gut. Wie läuft's, Geschäft? Da schauen doch die Nägel raus. Naja, wir haben jetzt keine anderen. Wenigstens Polster vielleicht. Auch nicht. Und das muss ich auch noch anziehen, ne? Das ist aber doch nicht aus der Zeit. Natürlich. Ist doch wunderbar. Ich kenne mich sehr gut aus in dieser Zweite Weltkriegsgeschichte. Und die Hose ist ja auch ziemliche Scheiße. Na, hast du wieder mal auf den Kopf gepisst? Die hat eine nette Villa gefunden. Frau Geis hat sie mir angeboten. Ich habe mit ihr gesprochen, sie war so nett. Sie gibt mir die Schlüssel der kommenden Tage. Ich dachte, du bist daran interessiert. Es liegt in Stadtnähe, in einer sehr schönen Gegend. Wir müssen das alles verkaufen hier. Du hast schon drei meiner Güter verkauft. Sogar eine meiner Liebsten. Im Gott des Glücks. Ich kaufe dir das alles zurück. Kein Problem. Aber jetzt brauchen wir das Geld. Vielleicht behalten wir noch einen. Es muss doch einen Chefkoch geben. Den Langen vielleicht oder den Dickkopf hier. Weißt du, die Griechen hatten auch sehr viele Götter, aber der Chefgott war Zeus. Es muss doch einen Chef geben. Hier. Ciao, yeah,
lele. Magunda, ciao, yelele. Yelele. Magunda, ciao, yelele. Gespielt. Kurz nachdem ich den Fehler begangen habe, hier in Deutschland zu bleiben. Das ist eine komische Situation. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Na, komm schon. Du wolltest doch immer Seifenoberstar werden. Sechstägige Familien-Soap. Wer ist der da? Ist dein neues Haustier? Mein Assistent. Kannst du mir ein bisschen Koks besorgen? Klar. Gudu macht's. Mir. Gudu. Wie? N. Gudu. Kann mir eh nicht merken. Seifenoper, sagst du? Oh. Ich glaube, ich kann das machen. Könnte lustig werden. Was bin ich denn? Ich bin offiziell. Bin ich deine Frau oder bin ich deine Fickfreundin? Ich glaube, Ehefrau ist passende. Hast du eine große Villa? Hat sie einen Pool? Boah, ich wünschte, ich hätte mehr Zeit. Hallo? Ja, die Nummer stimmt. Ja, selbstverständlich. Was ist mit deinem Bein passiert? Das ist ein Holzbein. Hat mir ein Haifisch abgebissen beim Surfen in Kalifornien. Nein, Quatsch. War ein LKW. Bin nachts besoffen über eine Kreuzung, kurz vor meiner ersten Theaterpremiere. Julia, Text kann ich immer noch. Pech. Thank you.
Ich glaube, das ist sie. Na? Zahn, mich habe ihren Bolus der Bolus. Ab dem Zwischendeck, als nach. Es mir schämen mir wobei. Ძალიან კარგი ხალია და მგონია მოგეწონებათ. ამავე დროს ძალიან კარგი მსახიობი. თან ტრაგედიებში ძალიან მაგარი. Hallo junge Dame. Wer sind Sie denn? Ich weiß natürlich, dass du Tina bist. ძალიან მეამაყება რომ მოხდი პარიზის ბალეტის სკოლაში. Frag sie, ob sie noch irgendwelche Fremdsprachen kann. German, was aber auch. Schöne Otachia. Harut Smogazone Batuara, Madre, ist da tut schon wieder Dinosaurier, Bausch, was da angebracht. Karki. Artus Takto, ho? Zählen wir bisschen. Wollt ihr auch was? Ich nehme keine Kokain. Pass auf mit dem Alkohol, ja? Wir sind hier nicht zu Hause. Vergiss das nicht. Du warst übrigens sehr gut heute. Wirklich. Steh mal auf. Der Anzug ist zu klein. Die hat nichts anderes im Theater. Sag mal, wie viele Tage haben wir noch den Wagen? Frau Rede hat gesagt, wir sollten ihn am Samstag zurückbringen. Also wie viele Tage? Wir haben noch... 4 Tage. Haben wir heute Termine? Um 10 haben wir einen Termin mit Frau Karls. Um 12 mit der Wilson und seiner Frau. Muss ja eine Bombenkondition haben. Wie heißt du nochmal? Ngudu. Hat das eine Bedeutung? Der Großvater meiner Mutter war der Schamane unseres Stammes. Man nannte ihn Ngudu, der Geist. Meine Mutter erzählte mir, dass er aus einer Flasche kommt. Hört mal auf mit diesem Blödsinn jetzt, ja? Wir haben sehr viele Sachen zu besprechen, die hier noch wichtiger sind. Beeil dich. Und sei hart. Tschüss. Geist aus der Flasche. Neu? Ganz neue Technologie. Kannst du das nicht wegtun?
Willst du ficken? Wann, jetzt? Nein, nächsten Monat. Oh Mann, so gelangweilig. Ist zu viel vielleicht? So viel Bang Bang? Ruhiger? Das ist angenehm. Was ist das? Sag doch irgendwas. Was? Na, zum Beispiel, wo wir jetzt gerade hinfahren. Ins Restaurant, das weißt du doch. Sag das nicht mir, sag das zu ihr. Kommt Tunja auch mit? Felix Tunja, er heißt. Entschuldige, aber ich kann meinen Namen nicht merken. Weißt du, ich frage mich immer noch, wie du deine Texte gelernt hast, damals für die Bühne. Tina, Eskalaki, Aris, Mercedes, Porsche, Moshi Eskalaki. Quella sachele virat, shenakam de gagigi, am atara kalakshia, konzentrirebuli pakti. Toast aufsagen auf meine kluge und wunderschöne Tochter Tina. Möge alle ihre Wunschträume in Erfüllung gehen, wie diesmal mit der Ballettschule war. Also, Liebstes, wenn ich spreche, kannst du bitte aufhören mit Fresserei. Ja. Also, Chin Chin. Ist Quiro, weil ich eine Surveillance achte, so gut sich der Ballett ist, Skolit achte. Schmeckt euch nicht. Darf ich mal probieren? Mm. So ein Glas Schokolade war ich schon lange nicht mehr. Ich fühle mich furchtbar. Du kannst auch von mir probieren. Das schmeckt ganz bestimmt auch sehr gut. Solltest mit ihr ausgehen. Wohin? Einfach nur nach draußen, ein bisschen Zeit mit ihr verbringen. Aber du hast Angst vor ihr, stimmt's? Quatsch, wovon soll ich Angst haben? Nimm sie doch mit in die Disco-Bar. Du kannst auch mitkommen. Ich habe einen Termin mit den Bladowskis. Hey, do you miss this way?
ist meine Tochter Tina. Freut mich. Es kann ja nicht. Aus der Schöpfschmerzelle am Baris-Patronia zum Club ist. Da ist Stuttgart ist Ram, ist Schöpfer, ist Deda. Alien mein Interesse für Robert Zeppel. Robert Mozrau, Robert Plastikaga. Et hat auch zu tun mit schön. Helli schön ihr Jach. Ey, Hochelone bis Jach. Lella sauket es zu tun, Mama Chemi, Anu Babo Chemi. Ihr wollt erst die sauket es am Zeppel. Da mem goni ro ein Schenschit es ikneba auzileba. Ach scheidleba aus. Ich sehe Organ Khadar immer schön mochte. Balletti Schola, sie ei wie fikre ro ojachu Traditions agzeles. Mit dem oder was? Wer bist du? Und was hast du mit dir? Ich hab dir doch gesagt, dass das alles nur ein Spiel ist. Wer ist der Typ? Das ist mein Ex-Freund. Kann ich loslassen. Warte mal. Jetzt ruhig bleiben. Dir werde ich alles erklären können. Ich bringe das Kind hoch und dann sprechen wir über alles, was du wissen möchtest, ja? Wir tun so, als wären wir Mann und Frau wegen dem Mädchen. Beruhig dich, ja? Es wird alles gut. Also schenk ihm was ein, ja? Er braucht eindeutig ein bisschen Entspannung. Komm jetzt mit. Fuck. Gargi, maschin ramschi du bist, ha? Wie nah ist der? Uff, mir ist nachher was zu machen. Rommel, jetzt muss das Problem wie auch da. Zu Pulli ჭირდება და zu ჩვენთან ორბისო საფული დაჭირდება. Ვეხმარებით, მაგრამ არ ყოფნის არაფერი. Ან ყველაფერი კარგად იქნება შემაღაზი არ დავთო, ხო? Აბა გამიშვიდობის. Fickt ihr beide? Das hab ich dir doch schon tausendmal erklärt. Wir spielen. Wir tun nur so. Das ist wie Theater. Halt doch mal dein Maul, lass ihn doch mal antworten! Mann, beruhig dich. Sonst kommt Gudu. Was ist ein Bundu? Diese Familie ist total verrückt. Sie wollten, dass ich es ihnen allen besorge. Ich bin total kaputt. Ich bin total am Ende. Es wird von Tag zu Tag schwerer. Ich hab mir gedacht, irgendein Scheiß fehlt noch und dann kommt das hier. Ich verstehe. Das ist eine klassische Orgie hier. Ihr feiert Orgien hier. Fickt ihr euch alle? Nein, also ich nicht. Also nicht mit ihm. Noch nicht.
Mia, hör auf damit! Was ist das hier? Theater? Welche Rolle spiele ich denn in dem verfickten Stück? Wer ist der Typ? Mann, wieso flippst du ständig aus? Was ist so befremdlich daran? BDSM ist die Philosophie der neuen Zeitalter. Was ist BDSM? Bondage, Domination, Submission, Sadomaso, all diese Sachen sind keine einfache Sexualpraktiken mehr, sondern das ist zu einem neuen Lebensstil geworden. Tausende und abertausende Menschen leben tagtäglich das. Was ist das so Besonderes? Wir helfen den Menschen. Wir wollen dieser Menschheit beistehen. Ja, übrigens habe ich Tina gesagt, dass er dein Halbbruder ist. Wieso? Er sieht mir doch gar nicht ähnlich. Tina! Oui? As-tu faim? Non, ça va, merci. Ciao, yelele, yelele, Magunda, ciao, yelele. Thank you.
Fetula, tu dois être au lit. Es-tu une sorte de sorcier vaudou? Non, mais c'est comme ça que je communique avec ma mère. Elle est où ta mère? Elle est en Afrique, toute seule dans un village et attend que je vienne la chercher. Et ça, c'est quoi? Ça? Ça, c'est une pierre magique. Ce cristal appartenait à mon grand-père. Mais ça peut te donner des réponses, si tu veux. Je peux poser une question? Bien sûr, mais seulement des questions dont toi seul tu connais la réponse. Et est-ce qu'il faut que je parle fort ou peu importe? Comme tu veux, de façon à ce que la pierre puisse te répondre oui ou non. Ça y est. Hat sie alles gesehen? Ja, alles. Hm. Warum hast du sie nicht weggebracht? Ich war so schnell. Ich hab dir doch gesagt, dass der falsche Zeitpunkt ist, du Arschloch. Er darf's nicht wissen. Nein. Hm. Sie sollte es ihm nicht sagen. Schau sie dir an, die kleine Schlampe. Da sitzt sie und tut so, als wüsste sie von nichts. Telegramme für Krogdi am Film ist ja Sache, bra. Da haben wir gewonnen, quella peri dauerlage dauerzge. Kannst du gut reden, Bolo-Szene, zahre mit Genia Rogorizzi, da hurra die Szene. Oh, es ist neba arastros romaruna, hab die Sette Szene. Zahnsustat mo ich pikre, gewonnen, gada was. Gina, hab's erto, zahbst du da pinoch, ich bin da wie Rogorku Tabia. Ich bin mir gegangen, dass ich das nicht so gut habe. Ich habe gesagt, dass ich das nicht so gut habe. Ich habe gesagt, dass ich das nicht so gut habe. Ich habe gesagt, dass ich das nicht so gut habe. Ich habe gesagt, dass ich das nicht so gut habe. Ich habe gesagt, dass ich das nicht so gut habe. Ich habe gesagt, dass ich nachgedacht und ich habe meine Lösung. Und ich muss sagen, es wird was Hervorragendes. Die beiden haben es gestern Nacht im Garten miteinander getrieben. Gudu und ich haben sie zusammen gesehen. Du sprichst Deutsch? Ja, ein bisschen. Das ist aber nicht sehr nett deinem Vater gegenüber. Solltest dich verschämen. Dein Vater wollte nur, dass es dir hier an nichts fehlt, dass du... Weißt du, ich weiß, dass du Nymphomaniac bist. Ich weiß, dass dein Gehirn nur in dein Muschel steckt, aber nicht doch vor einem Kind. Du bist vollständig auf die... Schwänze konzentriert. Jetzt reicht's. Du redest nicht so mit dir. Hast du verstanden? Du setzt dich. Wer ist der verdammt, dieser Typ überhaupt, dass er mir vorschreibt, was ich zu sagen habe hier? Ich lass nicht zu, dass jemand sie beleidigt. Das ist doch nicht so schlimm. Ich hab keine Ahnung, was hier vor sich geht. Kannst du mir das mal sagen? Ich bin total verwirrt. Du bist seit deiner Kindheit verwirrt. Sag mal, du hast von Anfang an alles verstanden oder hast du geschwiegen? Wieso? Ich wollte meinen Spaß haben. Und? Hast du deinen Spaß gehabt?
Dann sieht einer seine Tochter 20 Jahre nicht. 10 Jahre. Da sieht einer seine Tochter 10 Jahre nicht. Und veranstaltet denn so ein scheiß Theater hier? Hey, guck mal. Mein Vater hat mir hier 2 Zähne ausgeschlagen. Da war ich 7 Jahre alt. Aber der hat mich geliebt. Er hatte Kontakt wenigstens zu mir. Vollkontakt. Nimm jetzt deine Tochter und verpiss dich hier. Ich will dich zu einem Duell herausfordern. Was für ein Duell? Duell. Du hast mir Wasser reingetan. Geh. Geh, du. Und lass mich hier bleiben. Was ist hier? Ein Becher in meines geliebten Hand. Gift, so sehe ich, ist sein unzeitiger Tod gewesen. O, du Unfreundlicher, hast keinen freundlichen Tropfen mir gelassen, der mir dir nachhelfe. Ich will deine Lippen küssen. Weiß uns den Weg, Junge. So. Kommt jemand. So will ich's kurz machen. O, du glücklicher Dolch. Hier kommt deine Scheide. Roste in mir. Und lass mich sterben. Zusammen? Ja, wir sind doch Geschäftspartner, das siehst du doch. Არის შენი დიდი დიდი ბები. ჯერ კიდევ 6 წლის არის ამ სურათში. ბებიის დრო არის. კარგი, კარგად ცხოვრობდა ხალხი ჯერ კიდევ. ეს არის გამზრდელი. ალბათ გერმანელის ქალია, მაშინ ეგეთი ტანტეებითი იყო ძალიან მოდაში და ყველას ყავდა კაი ოჯახი შვილებს. დიდი დიდი ბაბუა. შესანიშნავი გასი. Da, ai, Papua, schön, wenn es gerade so gut ist. Papua, Chemi, wenn es gerade so gut ist. Im Denat, ich sage, Magari, ich sage, Riabarat, sie macht das, Riabarat, die dann alles so hat, mir egal, geht er wohl. Smartla, sau, geht es so gut. Mere, Kommunist, der mir auch heute ist.
Hi, guys. Hi. Hallo. Habt ihr Milch für uns? Gudu, hol mal bitte Milch für Mädels. Übrigens, das ist meine Tochter Tina. Hi. Hi, Tina. Und wie läuft das bei euch? Ich weiß auch nicht, was los ist. Bei den Leuten sitzt das Geld einfach nicht mehr. Wirtschaftskrise. Ja, genau. Aber was will man machen? Sag mal, das Mädchen mit roten Haaren ist neu? Ja, das ist Chantal. Mein Vater, er hat sehr oft von dir gesprochen. Er hat sehr unter der großen Entfernung zwischen euch gelitten. Es war wirklich nicht sehr einfach für ihn. Und glaub mir, ich weiß, wovon ich spreche. Armindo taro kena khama mashini rogori. Khela motsarule adamiani. Woher kennst du meinen Vater? Er hat mich in eine Flasche gefunden. Ich bin ein Geist. Und wo ist die Flasche jetzt? Er hat sie kaputt gemacht. Klar. Du glaubst nicht, dass ich ein Geist bin. Mein Großvater war eine. Dann übernahm mein Vater. Und jetzt bin ich eine. Weißt du, Tina, in dieser Welt ist vieles nicht sichtbar. Zum Beispiel auf diesem Feld hier jagt der Marder die Maus. Wie ist das, ein Geist zu sein? Ich bin sehr müde. Und heutzutage ein Geist zu sein, das ist sehr schwierig.
Yelele Magunda Chao, yelele. Yelele Magunda Chao, yelele. Yelele Magunda Chao, yelele. Was ist Magunda-Chao? Magunda-Chao ist der Gott des Glücks. Einer meiner Lieblingsgott. Und dein Vater hat ihn verkauft. Weißt du was? Ich habe es Vater nicht gesagt. Aber ich habe die Tanzschule nicht bestanden. C'était quoi ça? Un message de ton père. C'était quoi comme message? Il est désolé et il t'aime. Warst du schon mal auf einem Filmset? Nee, noch nicht. Hallo, Georgi. Wer ist das? Das ist meine Tochter, sie will einfach zuschauen, also sie wird sehr still sein, irgendwo ganz ruhig bleiben. Also bitte, ja. Also ich bitte Sie sehr, sie hat seit 10 Jahren, habe ich sie nicht mehr gesehen. Nein. Und, wieso denn nicht? Gibt es vielleicht irgendwelchen Chef hier, mit dem ich sprechen kann? Ha? Ja, ich will mit dem Chef sprechen. Ist der du? Hallo?
Herr Krenz, ja. Ich bitte Sie sehr, also das ist meine Tochter, ich habe sie seit 10 Jahren nicht mehr gesehen und sie möchte einfach beim Filmdreh dabei sein. Sie will ganz still sein, ganz ruhig sein. Sie ist auf der Liste? Sie ist nicht auf der Liste, aber man kann doch irgendwie das machen. Seien Sie doch bitte ein bisschen menschlicher. Es ist doch nichts Besonderes. Sie zahlen doch bestimmt irgendwie 10 Euro oder ein paar Euros für Afrika-Hilfe, oder? Jeden Monat. Machen Sie das? Ja, und Sie glauben doch nicht, dass damit alles gemacht ist für die Menschheit. Jetzt haben Sie die Chance. Was will der denn hier? Ich kenne euren Star sehr gut. Hey, Fridolin! Hey! Eine richtige Partisanentochter. Aus tiefen osteuropäischen Dorf. Ja, das gefällt mir so. Taustose, er hat wie Tamaschet. Lost Killer Shin. Das Anime ist vom selben Film, ne? Argi nach Hause, aber dann. Da. Wir haben einen Gakachamagra. Ich glaube, er ist ein Superstar in Manuel Kinos. Ich wollte danken, dass du meiner Tochter geholfen hast, hier am Set zu kommen. Kann ich jetzt weiter frühstücken? Ja, mach's ruhig. Weißt du, wir haben eine Szene zusammen. Echt? Wie schön. Wir haben nur 15 Minuten. Soll ich wieder gehen? Nein. Ja, tschüss dann, ja? Ciao. Leider haben wir nicht genug Platz für euch alle. Jeder zweite von euch wird nachher dort hängen. Ich bin mir nur noch nicht sicher, von welcher Seite ich anfangen werde zu zählen. Achtung, Achtung, Ende, Ende. Über Aachen ziehen Verbände. Über Duisburg schießt die Flak und du bist ab. Ab bist du noch lange nicht. Sag mir erst, wie alt du bist.
Darf ich dir meine Tochter Tina vorstellen? Freut mich. Henrik. Sie ist zum ersten Mal in Deutschland und zum ersten Mal beim Dreh. Sie wollte das sehen. Und hat sie sofort eine kleine Rolle gekriegt. Ist das nicht toll? Oh, super. Gefällt's ihr? Ja. Cool. Und sie hat dieses Jahr auch Aufnahmeprüfung bestanden in Ballettschule. Herzlichen Glückwunsch. Bist du Apfelschorle oder Leonardo? Komparsen essen da drüben. Also wir sitzen am falschen Platz. Ah, okay. Also bis später. Ja, bis später. Ciao. Ganz wenig, bitte. Das reicht. I'm going to go to the house. Ich schlug auch ich lamas. Nummer zwei. Ich bin Bogdan. Ich weiß, dass du Bogdan bist. Ihr könnt uns alle umbringen. Ihr könnt uns erhängen oder erschießen. Verbrennen. Häuten oder Rädern. Aber ihr könnt uns niemals besiegen. In unserem Kampf für die Freiheit, die Gerechtigkeit, die Gleichheit, die Unabhängigkeit und die Brüderlichkeit. Tief in unserem Herzen. Da lodert diese Flamme. Alles! Alles falsche Partisanen hier! Ich bin der einzig richtige Partisan! Ich werde eure Städte in die Luft blasen! Du Arsch! Hey, du beschissener Wichser! Wer hat dir erlaubt zu sprechen? Wer hat dir erlaubt, das Maul aufzumachen? Ruhig jetzt! Hey, was? Hallo, du kleinen Darsteller, ruhig jetzt, hab ich gesagt! Ich bin der hinterletzte Penner! Fuck you! Fuck you! Warum hänge ich hier überhaupt? Was habe ich hier zu suchen? Ich versuche, nach Spannung aufzubauen und du hängst da rum und kurz dazwischen. Arschloch! Hintergrund, der ist auch kein richtiger Schauspiel. Nachhilfe beschämt sind dir.
Endlich seid ihr zu Hause. Ich mache afrikanische Couscous. Magst du afrikanische Couscous? Nie probiert. Wie war es bei euch heute mit dem Filmdreh? Sie haben uns rausgeworfen. Wirklich? Es war wirklich toll. Das hättest du sehen sollen. Er war großartig. Meine Mutter ist gestorben. Gestern Nacht. Woher weißt du das? Ich spüre sie nicht mehr. Jetzt habe ich niemanden mehr. Außer euch. Warum machst du das? Meine Mutter nimmt alles mit in eine andere Welt. Sie wird es brauchen. Yeah.